My Little Box von November ist da. Wenn ihr wissen wollt, was drinnen ist, bleibt gern dran. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Caro und ich zeige euch heute die My Little Box von November. Die hat eine richtig schöne Box, ein richtig schönes Design. Le Grand Rococo Hotel. Okay. Also ein Hotel. Schön ist die Schachtel. Wenn man die Schachtel aufmacht, sieht das dann so aus. Und ich bin schon sehr gespannt, was für Produkte uns hier erwarten. Hier habe ich mal so ein Türschild. Wo drauf steht, please be my guest und please let me dream. Also, hier darf man rein, hier soll man draußen bleiben, weil man mich schlafen lassen soll. Ist ja ganz nett. So, Kärtchen oder so haben wir hier. Nichts, ruhig, und das schauen wir mal. Irgendwas habe ich da. Da habe ich aber nur Werbung für Kerastase, beziehungsweise wie man das anwendet, ein Zettelchen. Und dann habe ich hier noch Roomservice-Menü, bereit für saisonale Leckerbissen. My Little Box präsentiert das Programm für die nächsten Monate. Also hier haben wir eine Vorschau, was es in den nächsten Monaten bei My Little Box geben wird. Und da geht es um den Adventkalender von My Little Box. Gut, aber mir geht es einmal um die Produkte in der Box drinnen. Und da habe ich dieses tolle Säckchen hier. Das gefällt mir richtig gut. Ist wieder mit so einem Band zum Verschließen. Und da haben wir gleich 3 Produkte drinnen. Wow. Und zwar habe ich hier von Estee Lauder Pure Color Envy Sculpting Lipstick, also einen Lippenstift, einen Mini-Lippenstift, der ist richtig süß. Wow, ist der nicht süß? Richtig klein, mini, aber so schön verpackt. Aber schon leicht angeditscht da oben. Aber trotzdem eine sehr schöne Farbe, die ich auch tragen werde. Also die gefällt mir. Sehr schön. Ein toller Lippenstift. Dann habe ich hier eine Tube von Dr. Susanne von Schmiedeberg Dermacosmetics L-Carnosine Anti-Age Cream Dry Skin. Das klingt schon mal gut. Ja, steht jetzt nicht mehr drauf, als dass es eine Gesichtscreme ist, aber die werde ich sicher verwenden. So, von Kerastase haben wir hier, da haben wir ja auch den Zettel dazu gehabt, und zwar ist es das luxuriöse Genesis Shampoo gegen Haarverlust und Haarbruch in der praktischen Travel Size. Na, nicht schlecht, oder? Sieht doch sehr ansprechend aus. So, dann habe ich hier, was ist denn das? Ein Schal? Ein Kissenbezug für deinen Schönheitsschlaf. Bist du auch schon einmal mitten in einem unglaublichen Traum aufgewacht? Es ist doch immer der interessanteste Moment, in dem Morpheus beschließt, uns aufzuwecken. Aber mit unserem trendigen Kissenbezug bleibt dein Schlaf ungestört. Das satinierte Material saugt deine abendliche Routine nicht auf und sorgt dafür, dass deine Produkte optimal in Haut und Haar eindringen. Dein Haar gleitet über das Material, wodurch die Gefahr von Reibung, Spliss und Knoten am Morgen verringert wird. So, also das ist mal so schön verpackt hier und das ist so ein wunderschönes Blau. Und es ist ein richtig großer Kissenbezug. Schön.
kommt in einer wunderschönen Farbe. Ja, blau ist meine Lieblingsfarbe, das wissen wir schon. Richtig schön. Dann habe ich hier noch, das steckt da drinnen, okay. Meet Me at the Hotel Room. Was bist denn du? Schlüsselanhänger für alle Fälle. Das Liebesschloss, das an deiner Lieblingsbrücke hängt. Das Minischloss an deinem Teenie-Tagebuch. Der Schlüssel zu deinem Apartment oder das Schloss an deinem Fahrrad. Zwischen all den verriegelten Schlössern ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Damit du deine wertvollen Schlüssel immer richtig zuordnest, haben wir einen Schlüsselanhänger aus recyceltem Kunststoff in die Box gelegt, für den Fall, dass du schnell die richtige Pforte öffnen musst. Na, dann schauen wir uns jetzt an, den Schlüsselanhänger. Ah, das schaut so richtig rum, 12. Wie ein Hotelschloss, also Schlüsselanhänger schaut das aus. Irgendwie cool, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir den irgendwo hinhänge, aber vielleicht einmal beim Basteln irgendwo verwenden oder so, mal schauen. Auf jeden Fall ist das eine coole Idee, ein Hotelzimmer-Schlüsselanhänger. So. Und dann habe ich hier noch so eine Box. I brush you. Das wird irgendeine Massagebürste für entspannte Kopfhaut. Eine Pyjama-Party ohne Massage. No mercy. Diese Weizenfaserbürste wird während des Haarwaschens auf deiner Kopfhaut verwendet. Kreise sie sanft, um das Gefühl von aufgestellten Haaren zu erreichen. Die Silikonnoppen stimulieren die Kopfhaut und regen die Mikrozirkulation an, die das Haarwachstum fördert. Für die Abenteuerlustigen etwas fester massieren und wohlige Schauer genießen. Und die sieht so aus. Ist jetzt nicht die erste Bürste für die Haare, aber eine sehr praktische, muss ich sagen, weil die diesen Haltegriff hat. Also die finde ich fast besser als die, die ich bis jetzt habe. Weil da kann man wirklich das halten und dann den Kopf massieren. Schön. Ja, das waren ja richtig viele Produkte hier in dieser Box, oder? Was sagt ihr zu den Sachen? Gefallen sie euch? Also mir gefallen die Sachen wirklich gut. Der Kissenbezug ist so schön blau, der gefällt mir. Der Lippenstift ist schön. Das Shampoo kann man immer brauchen. Ja. Schlüsselanhänger, ja, den werde ich wahrscheinlich zum Basteln verwenden oder so. Aber schauen wir mal, weiß ich noch nicht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben für das Video da und ein Abo natürlich für den Kanal, würde ich mich sehr freuen und ihr würdet mir wirklich helfen damit. Ja, und jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!